fügte, dass sie ja bereits vor. Seit seinem Amtsantritt mit ihr auf Israel verantwortlich gehandelt habe. Since taking office, President Morsi has reaffirmed. Präsident Morsi hat bekräftigt, dass Ägypten an dem Friedensvertrag mit Israel in Worten und Taten festhält. Außerdem sei der Waffenstillstand im Gazastreifen zwischen Israel und der Hamas nicht zuletzt dank Morsis Vermittlung zustande gekommen, betont die Obama-Regierung immer wieder. Wir arbeiten mit Präsident Morsi zusammen, weil er der gewählte politische Führer ist. Weder die Militär- noch die Finanzhilfe in Höhe von rund einer Milliarde Dollar will Obama in absehbarer Zeit kürzen. Zusammenbruch Ägyptens würde die gesamte Region völlig destabilisieren. Galzina, Washington. Und es geht weiter um das Militär, allerdings in Deutschland. Alle Jahre wieder der Wehrbericht des Bundesbeauftragten. Der Wehrbeauftragten des Bundesrates. Noch nicht alle Jahre, sondern erst zum zweiten Mal geht es dabei um eine Bundeswehr ohne Wehrpflichtige. Frank Wahrlich in Berlin. Der Umbau der Truppe zur Freiwilligen- oder auch Berufsarmee hat die Stimmung in den Keller gedrückt, sagt der Wehrbeauftragte. Es war in den Nachrichten. Was sagt er denn noch zum Umbau? Ja, dass der Umbau zu Lasten von Unteroffizieren geht, dass plötzlich Mannschaften fehlen und plötzlich muss ein Unteroffizier die Aufgabe übernehmen, die früher ein Mannschaftssoldat hatte, zum Beispiel ein LKW-Fahrer. Das sagt Helmut Königshaus, das geht halt nicht so. Und wenn man Helmut Königshaus Vertrauen schenken will, dann ist die Stimmung so schlecht, dass eigentlich die Firma Bundeswehr aufgelöst gehört. Aber dann sagt Helmut Königshaus auch, er bekommt weniger Ladezustand als vorher. Und dann sagt immer wieder, wenn er die einzelnen Missstände aufführt, dass er sagt, bitte meldet euch. Er hätte gerne mehr Zuschriften. Und ein bisschen wirkt er auch dann hilflos, wenn er eben merkt, es kommt zu wenig und bei vielen Klagen muss man im Königshaus dann sagen, all das wird von der Truppe untersucht und disziplinarrechtlich sofort geahndet, da gibt es keinen Beschwerden. Also insgesamt ein gar nicht so schlechtes Bild. Die Bundeswehr soll ja mehr und mehr zum normalen Arbeitgeber werden. Sie haben das schon angedeutet. Ja. Zumindest theoretisch soll sie mit der Wirtschaft um die besten Köpfe konkurrieren. Vom alten Kommiss bis dahin ist es aber ein weiter Weg. Wie weit ist man denn da bis jetzt gekommen? Eben noch nicht sehr weit. Da gibt es eben auch Dinge, die normalen Alltag, wie zum Beispiel Kinder. Der Bundeswehr ist es nicht Alltag, sondern da fehlt es. Und richtig kann man die Frage stellen, das ist ja nicht nur im Königshaus, sondern auch Offiziere der Bundeswehr und im Verteidigungsministerium, was passiert denn mit einer Kinderbetreuung? Das ist ja die Bundeswehr im Dienst, in der Bundeswehr ist ja kein üblicher Job, wo man morgens um 9 hingeht und abends um 17 Uhr zurückgeht. Da hat besondere Bedingungen und da muss eben, um auch attraktiv zu sein für junge Frauen oder für junge Leute, die heiraten möchten, die Kinder kriegen möchten. Da muss für sowas unbedingt gesorgt werden. Das beklagt Helmut Königshaus zu Recht. Die Bundeswehr ist dabei, das eine oder andere in Ordnung zu kriegen. Aber der Umbau der Bundeswehr ist nicht von heute auf morgen zu machen. Und eben auch die Einrichtung von Kinderkrippen lässt sich auch nicht so schnell machen. Und vielleicht, sagt Helmut Königshaus, hat das ja auch damit zu tun, dass die Bundeswehr für junge Frauen nicht so attraktiv ist, wie sie eigentlich sein sollte. Im Verhältnis verpflichten sich eigentlich zu wenig Frauen für den Dienst in der Bundeswehr. Vielleicht, sagt Helmut Königshaus, liegt das daran, dass eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von Kindern und Beruf bei der Bundeswehr so nicht gegeben ist. Der Fokus scheint sich also zu verschieben. In den vergangenen Jahren waren ja die Auslandseinsätze und die Ausrüstung der Truppe immer die bestimmenden Themen des Lehrberichtes. Hat sich das inzwischen wirklich erledigt? Erledigt nicht. Helmut Königshaus sagt, es sei besser geworden. Es geht ja auch, das kann man statistisch nachweisen, weniger Verletzte bei Auslandseinsätzen. Es sei, wie Sie sagen, sei auch ihm zu verdanken, seinen wiederholten Plan, dass die Truppe jetzt besser ausgerüstet ist und vorsichtiger agiere. Nein, Helmut Königshaus, diese Auftritte haben ja immer irgendwas von Klagen. Das macht die manchmal auch ein bisschen geschmäcklerisch, vor allem wenn immer weniger Zuschriften kommen, aber die Aufgaben zu sein, diese kleinen Klagen einen gewissen Resonanzboden zu geben. Manche sagen, das ist eine sehr große Trommel, die Helmut Königshaus.
Informationen zum Bericht des Lehrbeauftragten des Bundestages waren das von unserem Hauptstadtkorrespondenten Frank Wahlig. SWR 2, aktuell 12:17 Uhr. Tja, so macht man das. Lange, hart arbeiten und dann doch noch rechtzeitig. Königin Beatrix der Niederlande macht vor, wie ein guter Generationswechsel. Gestern verkündete die knapp 75-Jährige, dass sie abdanken, den Thron nach 33 Jahren an ihren Sohn Willem Alexander abgeben werde. Und die Niederländer, sie sind dankbar und gerührt. Ich fand sie sehr herzlich, aber ich denke, dass es gut ist, dass sie nun Platz für einen anderen macht. Und ich hoffe, dass jetzt etwas frischer Wind durch das Königshaus in die Niederlande weht. Königin Beatrix. Königin Beatrix, ja, sie ist großartig, eine fantastische Monarchin. Wenigstens tritt sie nicht aus gesundheitlichen Gründen zurück. Darüber bin ich sehr zufrieden. Ich finde eine gewaltige Frau. Und ich finde, sie ist eine großartige Frau, eine fantastische Mutter und eine sehr gute Königin. Eine gute Königin. Und auch die Zeitungen in den Niederlanden sind heute voll des Lobes für die scheidende Monarchin. Luther Katschnitzer. Eine lachende Königin, die existiert, die komplette Titelseite des Telegraph. Danke, Ihre Majestät. Danke, Majestät, steht in großen Leckern auf der Hutkrempe der Monarchin. Alle Zeitungen widmen den unangekündigten Rücktritt der Königin und Beilagen. Durchweg alle Blätter ziehen eine positive Bilanz nach fast 33-jähriger Regentschaft. In dieser Zeit, so die Volkskrant, sei Beatrix mehr und mehr zu einer Mutter des Vaterlands geworden und zum verbindenden Faktor in einer Gesellschaft, die ansonsten viel an Zusammenhalt eingebüßt habe. Auch im Dachblatt beschreibt die beinahe 75-Jährige als Frau mit starkem Charakter und eisernem Pflichtbewusstsein. Die Tageszeitung Frau hält es für ratsam, dem Thronfolger Freiräume zu schaffen, um das Amt mit neuem Leben zu füllen. Für den Kommentator hat die Entscheidung, der Königin abzudanken, auch mit der Situation in Großbritannien zu tun, wo Prinz Charles als König im Wartestand seit Jahren eine tragische Figur abgebe. Aus Den Haag, Ludwig Katzmetzak. Stress am Arbeitsplatz, das ist kein wirklich neues Phänomen, aber heute ist es dann endlich auch als Thema in der Politik angekommen. Arbeitsministerin Ursula von der Leyen erörtert das Thema erstmals gemeinsam mit Arbeitgebern und Gewerkschaften. Und wie immer wird auch heute darüber gestritten werden, wo Stress produktiv ist, dazu gehört, ich hoffe, es war nicht und zu wo der das Stressniveau